extremistisch. Echte Männer sind recht. Einen stolzen Sonntagabend, liebe Freunde, und herzlich willkommen zur 254. Folge der Honigwabe. Und damit auch willkommen an meinen wunderbaren Co-Host Kasper. Hallo Schlomo, hallo liebe Zuschauer. Wir kommen damit zu einem heutigen Hauptthema. Letzte Woche haben wir geredet über den Angriff auf Stürzenberger, bei dem ein Polizist verstorben ist, wie wir noch während der Sendung mitteilen konnten. Der damalige Stand vor der Sendung war noch, dass er an Atemgeräte angeschlossen ist, um möglicherweise noch ausgeräumt zu werden, weil er Organspender ist. Und dann ist er offiziell gestorben während der Sendung. Tja, und im Berliner Abgeordnetenhaus reagiert man von Seiten der Grünen auf solche Ereignisse wie folgt. Der schreckliche Tod von Mannheim zeigt uns natürlich, dass wir bei der Migration, ich würde darüber nicht lachen, weil da oben sitzen Kolleginnen und Kollegen, und das hoffe ich, dass nicht nur Sie als Abgeordnete der Grünen-Fraktion, sondern dass die anderen Abgeordneten der Grünen-Fraktion mir da zustimmen, dass die Sicherheit auch der Sicherheitskräfte an erster Stelle steht, wenn solche Messerangriffe sind. Im Sitzungsprotokoll wurde übrigens sogar vermerkt, Gelächter bei den Grünen. Also das scheint quasi die gesamte Fraktion da gewesen zu sein und kaum jemand anders im Plenarsaal. Auch interessant finde ich, von wem dieser selten dämliche Zwischenruf Mannheim ist tot? Fragezeichen kam. Also von dem dann eigentlich das ganze Gelächter aber und der Spott initiiert wurde. Verstehst du, Schlomo, das ist so witzig, weil eine Stadt, die kann ja gar nicht sterben. Ja, ich habe hier noch einen anderen Brüller für euch. Die Grünen, der Hauptaccount von denen auf Twitter, hat vor einem guten Jahr getweetet: Heute jährt sich der rechtsextremistische Terroranschlag von Hanau. Also Hanau hat einen Terroranschlag begangen? Wie kann das sein? Das ist doch eine Stadt. Ne? Also da scheinen sie es irgendwie zu verstehen. Ja, aber von wem der kam, war sehr interessant. Der kam nämlich von einer Frau mit dem wohlklingenden Namen Tuba Bozkurt. Nach Eigenbeschreibung ist sie ein Kind türkischer Gastarbeiter. Sie ist die ehrenamtliche Antidiskriminierungsbeauftragte bei den Berliner Grünen und sie ist Sprecherin der Arbeitsgruppe Antirassismus und Vielfalt. Klingt so, als wenn es alles so ein bisschen dasselbe bedeuten würde. Interessant ist auch, dass sie studiert hat von 2009 bis 2014, und zwar der Politikwissenschaften Klassiker. In Darmstadt und in Barcelona. Allerdings, sie ist bei den Grünen, also nicht mal die Scheiße. Genau. Nicht mal die Scheiße hat sie zu Ende gemacht. Das ist halt wirklich witzig. Ja, ja. Ich meine, es ist halt wirklich so eine Regel. Ne? Das Lustige ist, das ist ja eigentlich ein Zuckerschlecken. Also wenn du so ein Geisteskranker bist, dann hast du Spaß in diesen Studiengängen. Ne? Die sind alle so drauf wie du. Du wirst belohnt dafür, dass du einfach nur zeigst, dass du hörig bist, zeigst, dass du das Narrativ gefressen hast. Aber nicht mal das können sie zu Ende machen. Sie ist während dem Studium schon 2009, also im ersten Jahr des Studiums, dann den Grünen beigetreten und wurde 2021 ins Berliner Abgeordnetenhaus gewählt. Auf Instagram hat sie schon mal von sich reden gemacht mit einem Statement gegen die Polizei. Wir reden hier ja über Gelächter und einen dummen Spruch über den Tod eines Polizisten durch die Hände von einem anderen Migranten. Sie hat da gefeiert, dass die Polizei Berlin wegen der Frage nach der Herkunft eines Tatverdächtigen verurteilt wurde, auf der Grundlage von irgendeinem Antidiskriminierungsschwachsinn. Fast so, als wäre das dafür da, ne? Deren Arbeit komplett zu verunmöglichen und als würden solche Leute so eine die übrigens der Großteil von den Inhalten ist, über die sie twittert auf Twitter. Also auf X ist sie quasi nur mit dem Thema, wie können wir Antidiskriminierungsgesetze weiter vorantreiben, beschäftigt. Fast so, als wäre das dafür da, Sicherheitsorgane wie der Polizei und eigentlich deutschen Kartoffeln, Biodeutschen allgemein das Leben schwer zu machen und ihnen jeden normalen Umgang mit Nichtdeutschen zu verunmöglichen. Tja, als damals die Dozentin Baha Aslan von der Polizeihochschule Gelsenkirchen darüber geredet hat, dass ein guter Teil der Polizisten brauner Dreck sei. Hier nochmal das konkrete Zitat: Ich bekomme mittlerweile Herzrasen, wenn ich oder meine FreundInnen in eine Polizeikontrolle geraten, weil der ganze braune Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden uns Angst macht. Hat sie sich natürlich hinter die gute Frau Aslan gestellt, und zwar mit Nachdruck. Sie hat dazu mehrere Tweets gemacht, sie hat auch noch einen offenen Brief unterzeichnet. Und es gab sogar einen gemeinsamen Auftritt, in dem, Zitat, aufgearbeitet wurde danach, also nach diesem Zitat, nach diesem dieser Aussage von Baha Aslan, wie die Kampagne gegen Baha Aslan rassifizierte Menschen verunsichert. Das wird auch interessant im Kontrast zu ihrem Umgang mit dem jetzigen Fall, denn da ist sie ein wenig kleinlauter.
Wenn ich mal etwas ergänzen darf, ich möchte daran erinnern, dass die Frau Bashar Aslam. Genau, danke schön, dass die damals, ich glaube, der Frankfurter Rundschau, bin mir nicht mehr sicher, irgendeinem Autor hat sie ein Interview gegeben. Bashar, nicht Bashar. Ah ja, hat sie ein Interview gegeben und da wurde sie gefragt, was denn ihr schon so rassistisches widerfahren sei. Mhm. Du erinnerst dich? Vage. Aber erzähl nochmal. Sie hat dann damals natürlich das Beste rausgekramt, was ihr eingefallen ist. Weil das macht man in so einem Moment. Ne? Wenn du in so einem Interview sitzt, dann würdest du darauf nicht antworten mit einem denkbar schlechten Beispiel. Ja, was das Schlimmste, was die Medien, dich betreffend getan haben. Ich kenne halt einen Spiegeljournalisten, haben meinen Eltern Angst gemacht und in der Nachbarschaft rumerzählt, dass sie meine Eltern sind und wie böse ich bin. Das wäre mein Beispiel dann. Schönes Beispiel. Es wäre nicht, gestern hat, keine Ahnung, Dödelnuss84 auf Twitter gesagt, ich bin ein Arschloch. Baha Aslan gab damals zu Protokoll, dass sie letztes Jahr oder so in eine Polizeikontrolle geraten wäre, weil sie mit einem Handy am Steuer rumhantiert hat. Das entspräche eigentlich, ich weiß nicht ganz genau, 160 Euro Bußgeld und 2 oder sowas Punkte in Flensburg. Mhm. Der Polizist hätte ihr da nicht mal einen guten Tag gewünscht, sondern wäre sehr forsch gewesen und hat sie dann fahren lassen, Schlomo, ohne das in irgendeiner Form aufzunehmen. Ihr sind diese 2 Punkte erspart geblieben. Sie hat diese 160 Euro nicht gezahlt. Aber das war trotzdem das beste Beispiel, was eine Baha Aslan, die nur angstvoll über die Straßen läuft, weil sie fürchtet, von einem Polizisten totgeprügelt zu werden, einfach so. Ja, das Beste, was ihr damals eingefallen ist. Das sind dann die Freunde von Tuba, ich habe ihren Nachnamen vergessen. Ja, Tuba Boskurt. Die, wie gesagt, nach diesem brauner Dreck in den Justizbehörden, Zitat, von Aslan mit ihr gemeinsam aufgetreten ist, bei dem Berliner Institut für Migrationsforschung und da einen Vortrag mit dem Thema gehalten hat, wie diese Kampagne gegen Aslan, in anderen Worten, dass irgendwie ein Problem mit der Aussage hatte, rassifizierte Menschen verunsichert. Wie gesagt, der Ton, was ihre neueste Entgleisung angeht, ist ein wenig anders geworden. Aber dazu kommen wir nachher noch. Offenbar waren die beiden auch schon vorher dicke. 2021, als Tuba Boskurt in das Abgeordnetenhaus in Berlin gewählt wurde, hatte Baha Aslan getwittert, dass sie ihre Lieblingskandidatin gewesen wäre, wenn sie in Berlin leben würde. Also damals mochten die sich offenbar auch schon gerne. 2022 hat Boskurt, also diejenige, die das ganze Gelächter und den Spott eingeleitet hat im Berliner Abgeordnetenhaus, der Polizei strukturellen Rassismus unterstellt auf der Grundlage von einer Rassismusstudie über die Berliner Polizei, die im Abgeordnetenhaus vorgestellt wurde. Diesen Vorwurf hat sie dann Ende 2022 auch nochmal wiederholt, zum Anlass dieses Videos von dem Polizisten in Berlin, der, nachdem ihm der Einsatz bei irgendwelchen, was sind das, Migranten, die dann eine Geldstrafe zahlen mussten oder so, mit dem, das hier ist mein Land. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Kennst du doch, oder? Den Clip von dem Polizisten, der, das ist meine Wohnung oder so, sagt der Migrant. Und daraufhin sagt er, das ist mein Land. Ja, das, genau. Nicht so spreche mit meiner Frau! Und dann sagte der Polizist, glaube ich, dass das hier ist mein Land, du hast dich zu benehmen oder so ähnlich. Genau. Da ging es, glaube ich, um irgendwas, was dann am Ende mit einer Geldzahlung beglichen werden konnte. Hm? Die er übrigens hatte. Die Kohle hatte er in der Tasche. Also bei jeder dieser Geschichten kannst du, wenn du die komplette Geschichte erzählst, eigentlich nur die Haare raufen. Ja, also, die Polizei ist damals angekommen, weil der Typ im Verzug war mit der Zahlung irgendwelcher Gebühren oder so. 600 Euro, 800 Euro, so in der Größenordnung. Ja, die Polizei klingelt also, sagt, hallo, wir sind hier, um das Geld einzutreiben. Der sagt, nee, nix gebe dir. Also, ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber sowas in der Art wird er gesagt haben. Daraufhin sagt die Polizei, gut, dann kommen wir jetzt mal rein und setzen uns hin und unterhalten uns. Ja, bla, bla, bla. Wie das halt immer so abläuft, ja. Er pöbelt rum, die Frau pöbelt rum, am Ende gibt es einen Riesenstress. Und am Ende, Schloh, holt er diese scheiß Kohle aus der Tasche und bezahlt die Bullen. Also, das hättest du von Anfang an haben können. Was macht dieser Mann in Deutschland? Ernst gemeinte Frage. Was macht der hier? Das wäre, wenn ich hier was zu sagen hätte, wäre das direkt das Ticket nach Hause. Ja. Am Aufhänger von dem Fall hat sie auf jeden Fall diesen Vorwurf nochmal erneuert, hat dann Ende 2022 nochmal gesagt, dass die Polizei strukturell rassistisch ist, was im Wesentlichen heißt, die hassen braune Leute und sind böse. Das heißt, daraus, aus dieser Philosophie, so erscheint mir, leitet sich dann ab, dass man sich freut über den Tod von Polizisten oder es auf jeden Fall lustig findet, es auf jeden Fall mit einer, sagen wir mal, ungebotenen Leichtigkeit behandelt. Ja, man nimmt das überhaupt nicht ernst. Ja, es sieht nicht so aus für mich, als hätte sie einfach nur einen Clown gefrühstückt, der dann im falschen Moment
Argument rauskam, sondern als hätte das Ganze, das Gelächter, der Spott, der Zwischenruf, durchaus eine gewisse ideologische Tiefe. Ne? Ich behaupte, diesen Zwischenruf hören wir nicht, wenn, keine Ahnung, sowas wie Hanau oder Halle oder so, vielleicht dann ein tatsächlicher rechtsextremer Terroranschlag wie in Halle passiert. Dann wäre sie nicht zu diesen Späßen aufgelegt und das hat einen Grund. Tja, in der Entschuldigung trifft sie auf einmal etwas andere Töne als sie und ihre Kollegin Aslan. Es geht nicht mehr darum, dass die Polizei strukturell rassistisch ist oder dass man mit den Freundinnen, FreundInnen zusammen übelst die Angst hat, Herzrasen hat, wenn man mit diesem Abkommen sich abgeben muss, mit diesem braunen Dreck, sondern sie spricht jetzt davon, dass sie, Zitat, Polizist, innen uneingeschränkten Respekt zollt, da sie ihre Leben und ihre Gesundheit für unsere Sicherheit aufs Spiel setzen. Ich dachte, die terrorisieren einfach nur braune Leute in Deutschland. Also, wie jetzt? Sie hat ihre gesamte Weltanschauung, ihre gesamte Meinung über die Polizei geändert? Auf der Grundlage dessen, dass sie da einen dummen Witz gemacht hat? Interessant, ne? Interessant, wie schnell dann doch der Sinneswandel kommt. Ich meine, die Antwort ist natürlich, sie hasst die weiter, sie hasst die doofen Kartoffeln, vermutlich noch mehr. Ich denke, die Polizei ist quasi nur ein Stand-in für die weiße Deutsche, ne? Darum geht es ihr. Die Polizei ist eine Sicherheitsbehörde, die sie noch zu sehr in der Hand von weißen Deutschen, von indigenen Deutschen sieht und eine Autorität darstellen. Deswegen müssen die weg, sind böse und müssen tausendmal am Tag Rassismus unterstellt bekommen. Ich habe bei der Recherche auf ihrem Twitter-Account noch einen lustigen Tweet gefunden, und zwar diesen hier, der ist auch gar nicht alt, das ist von Anfang des Jahres. Ich saß im Präsidium, als alle demokratischen Fraktionen, also alle außer die AfD, unvermittelt bei der Rede der AfD-Vorsitzenden den Plenarsaal verließen. Für mich war das wirklich ein ergreifender Moment und ließ mich um Fassung ringen. Danke, meine Kollegen. Innen für diese Haltung. Tja, warum hasst sie die AfD so sehr, dass sie so berührt davon ist? Unter anderem hat sie ihr nach den Korrektiv-Potsdam-Kampagnen unterstellt, sie stifte Unfrieden, arbeite aktiv an der Zersetzung der Gesellschaft und bereiten einen Umsturz vor. Anders als Leute, die schon großflächig an der Macht sind und ja, die Hauptsicherheitsorgane derart verachten, dass sie es funny finden, wenn einer von denen umgebracht wird von einem, sagen wir mal, ideologisch wahrscheinlich ihr nicht so fernstehenden Migranten. Tja, eigenartig übrigens als letzten Punkt, dass wir in den Genuss ihrer Ausführungen immer noch auf Twitter kommen, denn Ende letzten Jahres hatte sie eigentlich verkündet, wie so viele andere, dass sie auf Blue Sky umziehen würde. Diesen Worten hat sie noch keine Taten folgen lassen. Ja, so viel zur guten Tuba. Kaspar ist nicht mehr zu hören, ist noch im Call drin, aber scheint da irgendein Problem zu haben. Deswegen nutze ich die kurze Pause, um noch einen Hashtag zu pushen, wozu ich gebeten wurde von einer Twitter-Nutzerin. Und zwar geht es darum, dass wir Musk darauf aufmerksam machen wollen, dass der Stolzmonat auf Twitter zensiert wird. Dafür gibt es auch eine schöne Grafik. Genau, das Ganze wollen wir verbreiten unter dem Hashtag UnbanStolzmonat. Also zusammengeschrieben Hashtag UnbanStolzmonat. Und ja, das wollen wir jetzt auch ein bisschen hier pushen, um hoffentlich Musk zu erreichen, der sicherlich ein Problem damit hätte, was hier abgeht, wenn er es nur wüsste. Insofern, wahrscheinlich werden sie, so wie sie es auch getan haben, mit dem neuen Ausweich-Hashtag Schlitzmünd, also ohne Vokale, das Ganze direkt wieder bannen. Wie gesagt, dieser Hashtag war ziemlich schnell auf Platz 7, ist dann wieder komplett verschwunden. Aber ein Versuch ist es wert. Versuchen wir, Musk irgendwie zu erreichen mit dem Hashtag UnbanStolzmonat. Versuchen wir da heute allesamt, Freunde, spontan Elon Musk zu erreichen. Für alle, die neu sind, er hat schon mal auf uns reagiert, mit einem Fragezeichen nur, aber immerhin, was damals dazu geführt hat, dass zumindest irgendwie ein paar Leute entbannt wurden, was gar nicht unser Anliegen war, aber war trotzdem schön zu sehen. Diesmal darf das bitte nicht wieder zweckentfremdet werden. Zwinker, zwinker, lieber unblockt. Gucken wir mal, vielleicht klappt das ja. Also du müsstest zumindest einen Tweet fertigstellen, dann könnt ihr euch das Bild runterladen, selber dazu tweeten. Hauptsache, wir nutzen alle denselben Hashtag und machen @ElonMusk. Ich poste jetzt den ersten Tweet der Kampagne auf Twitter. Einen Moment, ganz einfach. Hast du schon thematisiert, dass auch STLZMNT schon wieder raus aus den Charts ist? Und zwar 8 Minuten, nachdem er in den Trends auf Platz 7 war oder 5 oder sowas. Also das ging ganz, ganz schnell. Ja. Man sollte meinen, die deutschen Verantwortlichen für Twitter, die gucken Honigwabe. Ja, es scheint ganz so. Entweder das oder da sitzt halt wirklich einer, der einfach nur darauf aufpasst, dass nichts Stolzmonat-Bezogenes in den Trends hochkommt. Ja. Okay, jetzt haben wir den ersten Post. Den schicke ich dir jetzt und hoffen, dass diese Kampagne wirkt. Ihr müsst nicht jetzt alle nur retweeten, ne? Ladet das Bild runter, macht was Eigenes dazu. Hauptsache, ihr macht das @ElonMusk und ihr nutzt den, UnbanStolzmonat. Na gut, alles klar. Da machen wir das, ist ja auch kein Problem. Ich mache dasselbe. Postet ihm das am besten auch unter seine eigenen Tweets. Ich glaube, so wurde ja letztes Mal mit Unwoke German Twitter die Reaktion dann erzeugt. Ne? Unter irgendeinem Musk-Tweet
wurde er darauf angesprochen und hat dann irgendwie ein Fragezeichen gepostet. Ja. Unban, wie war das? Stolzmonat, ja? Genau, Hashtag Unban Stolzmonat. Wunderbar. Ja, sehr, sehr schönes Ding. Dann, Freunde, nutzt Twitter, nervt Elon Musk, ganz, ganz wichtig, er muss darauf aufmerksam werden. Das hat dann letztes Mal wie lange gedauert? Eine Stunde? Anderthalb vielleicht? Ich glaube, das Fragezeichen konnten wir noch während der Folge verkünden. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ja, ich bin sehr gespannt. Nervt ihn mit dieser Grafik, die alles sehr schön erklärt und auch visuell sehr schön gestaltet ist. Und ja, hoffentlich erreichen wir ihn. Und damit sind wir mit dem offiziellen Teil der heutigen Folge durch. Wir sehen uns dann nächsten Sonntag, wie immer, live um 18 Uhr hier wieder. Bis dann, haut rein und macht's gut. Macht's gut, Freunde.